Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zur Szene München. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sind heute an der Barbarian International School. Hier hatten die Schüler eine ganz besondere Abituraufgabe, nämlich über 11 Kunstwerke selbst zu kreieren und das über 2 Jahre. Wir haben jetzt mal Vivian und Rick getroffen und uns mal über ihre Kunstwerke ein wenig unterhalten. Ich stehe heute in einem Raum voller Kunstwerken, die von Rick sind. Rick, vor uns ein, ich sag jetzt mal, besonderes Kunstwerk von dir. Da hast du beispielsweise Zigaretten als Augenbrauen benutzt. Wie kamst du denn jetzt hier auf die Idee? Genau, also das Thema meiner gesamten Ausstellung sind globale Probleme in unserer modernen Gesellschaft. Und dieses Kunstwerk habe ich eben dem Thema von Sucht gewidmet, also verschiedenste Süchte, die uns in unserem alltäglichen Leben oder manchen von uns begegnen. Also von Zigaretten, also Nikotinsüchten, Alkohol, Spielsucht, genau. Und das will ich mit diesem Bild eben, mit diesem Kunstwerk reflektieren. Jetzt haben wir ja hier mehrere Kunstwerke. Wie kamst du denn auf die Idee, beziehungsweise für was hast du denn diese Kunstwerke alle gemacht? Genau, also die ganze Ausstellung ist Teil von unserer Abschlussprüfung in Kunst, also Visual Arts vom IB, also sozusagen dem internationalen Abitur. Und das ist jetzt unsere Endprüfung für das Fach Visual Arts. Genau. Wie viel oder wie lange hattest du denn jetzt dafür Zeit? Also die ganzen gesamten Kunstwerke, die hier stehen, sind die Produkte von unseren 2 Jahren, also 11. und 12. Schulklassenjahre. Und ja, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu deinem nächsten Kunstwerk. Ganz viel Blau, ganz viel Plastik. Was wolltest du denn damit sagen? Genau, das ist mein Wearable-Kunstwerk, also das habe ich tatsächlich mal als Kostüm getragen, war Teil der Wearable Art Show. Und dieses Kunstwerk reflektiert über den Plastikmüll in den Weltozeanen und soll ein bisschen auch schockierend auf dieses Thema aufmerksam machen. Gab es denn Vorgaben, welche Technik oder welche Materialien ihr auch verwendet für eure Kunstwerke? Also generell sind unsere Kunstwerke in 3 Rubriken einzuteilen. Also einmal Skulptur in 3D, dann alles, was 2D ist, also Prints, Zeichnungen mit Acrylfarben. Und die 3. Rubrik ist dann digitale Kunstwerke. Genau. Was war deine Favorite-Rubrik? Also ich glaube, man sieht es, also mein Lieblingsmedium, was ich benutze, ist sozusagen Mixed Media, also mit ganz verschiedenen Materialien zu arbeiten. Und vor allem die skulpturellen Werke haben es mir angetan. Genau. Jetzt hast du mir ja vorhin erzählt, dass ihr 2 Jahre lang Zeit hattet für diese Kunstwerke. Ich meine, die Pandemie war ja in diesen 2 Jahren mit einbegriffen. Genau. Wie viele Auswirkungen hatte die denn jetzt auch auf deine Kunstwerke? Also teilweise ganz große Auswirkungen. Zum Beispiel habe ich auch ein Kunstwerk dieser Zeit in der Pandemie, in der wir Distance Learning hatten und auch mit Kunst weitergemacht haben, auch gewidmet. Also das sieht man hier am Anfang der Ausstellung, wo ich auch über diese Zeit im ersten oder in den paar Lockdowns, die wir hatten, reflektiert habe. Genau. Jetzt hast du mir ja vorhin erzählt, dass das hier dein Lieblingskunstwerk ist. Gehen wir mal zu dem hier. Genau. Was genau soll das uns denn, oder also, was genau beschreibt uns das Kunstwerk? Dieses Kunstwerk heißt I Don't Want to Be Your Handbag. Mhm. Und es ist eine Kritik an die Modeindustrie und an den Consumer. Genau, und hier habe ich eben mit Textur gearbeitet und auf einer relativ großen Fläche. Das war tatsächlich unser erstes Kunstwerk, was wir in den 2 Jahren gemacht haben, als Teil der Heimhausen Boards Ausstellung. Und das hat noch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil das erste war. Und ich finde, ja, genau. Welche Projekte stehen denn jetzt vielleicht noch bei dir an? Was hast du denn jetzt in der Zukunft vielleicht noch geplant? Genau, in der Zukunft habe ich auf jeden Fall, ich habe viel dazugelernt durch diesen Kurs, habe auch noch vor, meine kreativen Arbeiten weiterzuentwickeln. Und plane tatsächlich auch in die kreative Richtung zu gehen, also zu studieren und genau, ja. Abschließende Frage, du hast es gerade erwähnt, ihr schreibt ja oder habt ja dieses Jahr Abitur. Was möchtest du denn nach deinem Abitur machen? Ich bin mir ziemlich sicher, irgendetwas mit Kunst. Genau, was denn genau? Ich plane im Moment Kunst zu studieren, also genau, das ist der Plan, ja. Dann wahrscheinlich auch Künstler zu werden.
irgendwas in den kreativen Raum möchte ich auf jeden Fall machen. Was genau, weiß ich noch nicht. Damit beginne ich jetzt erstmal. Und ja, aber irgendwas Kreatives werde ich auf jeden Fall in der Zukunft machen. Genau. Dann bin ich noch sehr gespannt, was uns noch in der Zukunft erwarten wird von dir. Vielen Dank. Dankeschön. Vivienne, wir sitzen jetzt hier vor deinem Tisch mit kaputten Tellern. Magst du mir das mal beschreiben? Das war eigentlich das letzte Stück, das ich gemacht habe. Also es war ein bisschen wie ein Höhepunkt, würde ich sagen. Deswegen habe ich es auch im Zentrum meiner Ausstellung. In diesem Stück wollte ich einen Kampf zwischen dem Übereinstimmen mit Regeln und dem Rebellieren gegen Regeln darstellen und irgendwie aus der Komfortzone treten. Zum Beispiel habe ich hier ein Baby, welches den spielerischen Aspekt repräsentieren soll. Halt ein Spielzeug für kleine Kinder, das bedeckt ist mit Linsen. Und das sollte ein Wortspiel sein, à la Spiel nicht mit deinem Essen. Ich nahm Tischmanieren und habe damit etwas herumgespielt, machte es kaputt, setzte es wieder zusammen und kreierte das. Hast du dich jetzt auf was Spezielles fokussiert bei deinen Kunstwerken? Hattest du ein spezielles Thema, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich angehen und in unterschiedlichen Kunstwerken angehen? Ja, mein Hauptthema, als ich damit angefangen hatte, war, dass ich nach politischen Strukturen suchte. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie Menschen Gewohnheiten und Routinen haben. Und dann habe ich quasi über die 2 Jahre mehr auf meine persönlichen Routinen und Strukturen geachtet. Und auch während Corona das Verlieren von Strukturen. Mit all den Lockdown war es mir nicht möglich, das zu tun, was ich normalerweise tue. Also habe ich auch das erkundet. Jetzt hast du ja Corona, Lockdown und so weiter und so fort angesprochen. Ich meine, eure Kunstwerke gingen ja auch über 2 Jahre. Inwiefern hat sich Corona und die Pandemie auf deine Kunstwerke ausgewirkt, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt gemacht aufgrund Corona? Ich würde sagen, wahrscheinlich sehr viel, weil ich denke, während des Lockdowns, besonders als ich komplett eingesperrt war und nicht das Haus verlassen durfte, war es wirklich schwer, Inspiration und auch Motivation zu finden. Du hast keinen Lehrer, du hast keine Klassenkameraden fürs Feedback. Also ich denke, hinsichtlich der Kunst war es am Ende des Tages sehr hilfreich, so etwas wie eine Leinwandwoche zu haben und sich darauf auszudrücken. Und es ist auch ziemlich offensichtlich, dass ich das als Inspiration genutzt habe, am Ende des Tages, um Kunst zu schaffen. Wenn wir mal zu deinem Kunstwerk hier rübergehen, welche Materialien und welche Techniken hast du denn jetzt hier alles verwendet? Ja, und auch insgesamt. Das ist, glaube ich, das allererste Kunstwerk, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, es war Spachtelmasse, also die Paste, womit man Löcher und Wände füllt. Das ist Gips. Das auch. Und ansonsten ist es einfach eine große Holztafel mit weißer Farbe und laminiertes Papier. Okay, verstehe. Und hast du jetzt auch ein Lieblingskunstwerk, wo du sagst, okay, that's my favorite one? Das hier. Das ist mein das Baby. Hier? Okay. Das hier oben. Aus welchem Grund? Ich habe das im ersten Lockdown gemacht. Ich mag es sehr, weil es nicht direkt klar ist, was das Motiv dahinter ist oder zumindest für mich. Aber ich denke, jeder kann damit etwas anfangen. Die Idee dahinter war der Verlust von Identität beim Tragen von Masken während Covid. Ich habe den Mund verdeckt, sodass man nur die Augen sehen kann. Ich glaube, damit kann sich jeder identifizieren, weil die ganze Welt gemeinsam dadurch musste. Also, das ist wahrscheinlich mein Lieblingsstück. Ich meine, du bist ja jetzt auch in der Abschlussklasse und schreibst jetzt auch bald Abitur. Was hast du denn nach deinem Abitur vor? Ich vermute natürlich auch was bei dir mit Kunst. Nach meinem Schulabschluss werde ich wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher, zur Northeastern University in Boston gehen und dort Business und Design studieren. Also es ist nicht direkt verbunden mit Kunst, aber ich werde natürlich trotzdem die Kreativität und Kunst, die ich gelernt habe, nutzen. Und was mir auch sehr helfen wird, ist die Nähe, die ich mit mir selbst aufgebaut habe, um mich selbst kreativ auszudrücken. Is something I can use in anything I'm gonna
study in the future. Denkst du, diese Aufgabe hier aus der Schule, diese zweijährige Aufgabe, hat dir wirklich auch dafür geholfen, dich zu entscheiden, okay, ich möchte wirklich was mit Kunst machen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, auch wenn es jetzt schon echt viel Arbeit war in diesen 2 Jahren? Yeah, I think that was. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ich das 2 Jahre gemacht habe. Denn ich denke, dass es ein guter Vorgeschmack für das war, was du erwarten würdest, wenn du das besuchen würdest in der Zukunft. Und ich habe es sehr genossen. Aber es war auch sehr viel Arbeit. Also wir werden sehen, wie viel es mich weiterbringen wird. Okay, dann bin ich auch mal gespannt, was wir in deiner Zukunft alles so sehen werden. Danke dir. Ich bin sehr stolz auf Sie. Sie haben es geschafft nach 2 Jahren hartem Lernen. Es war sehr knifflig, weil es ein 2-jähriger Kurs ist. Also am Anfang hatten wir halt Lockdown und ich versuchte, Online-Unterricht zu geben. Mit sowas wie, kannst du eine Leinwand finden? Was kannst du auf Amazon besorgen? Zu Hause zu arbeiten und dann wieder zurückzukommen und mit den Problemen, die mit Covid verbunden sind, umzugehen. Und dann haben sie das in ihre Arbeit mit einfließen lassen. Wenn man mit ihnen redet, wird man zum Beispiel sehen, dass es sehr sensible Themen sind. Sie sind sich den Problemen innerhalb der Gesellschaft also sehr bewusst und darüber möchten sie sprechen. Ich bin sehr stolz auf Sie und der Fakt, dass Sie es durchgezogen haben, um etwas für Sie zu präsentieren. So they've managed to do that, so I'm very, very super proud. Das war's mit der Szene München. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Sie irgendeinen Teil der Sendung verpasst haben, dann ist das gar kein Problem, denn Sie können jederzeit auf unsere Mediathek unter münchen.tv zurückgreifen und sich dort nochmal alle Beiträge in Ruhe anschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.